So und herzlich willkommen zurück zu Hitman Absolution. Ich habe hier schon mal eigentlich ein bisschen was aufgenommen gehabt, aber da ist mir das Aufnahmeprogramm leider abgeschmiert und alles weg. Jetzt nehmen wir halt die Stelle nochmal auf, beziehungsweise ich muss neu starten und ja, jetzt nehme ich halt hier nochmal quasi von vorne auf, also abgesehen davon, dass ich den anderen Typen erledigt habe. Und auch ich gehe so zielsicher hier durch, weil hier haben wir eine Verkleidung rumliegen. Da muss ich niemanden töten und ich komme einfach weiter. Relativ einfach, sagen wir es mal so. Oh, wo geht's denn hier lang? Da war ich noch gar nicht. Oh, ist auch schick hier. Aber nicht das, was ich möchte. Also ich weiß jetzt eines, ich muss mich an Lenny vorbeischleichen. Der soll mich erstmal nicht sehen. Und mir ist gerade eingefallen, was ich vergessen habe. Ich wollte ja oben noch was holen, beziehungsweise ich hatte das letzte Mal schon geholt. Und zwar ein paar Tablettchen. Tablettchen. Das klingt interessant. Ist das wirklich die Verniedlichung von Tabletten? Naja, Schlaftablettchen halt. So, wo ist denn unser... Ne, zu dem will ich noch nicht. Der kann uns noch schnell mal gestohlen bleiben. Aber es ist gut, dass der nach oben geht. Weil da kann ich unten ungesehen rumlaufen. Also nur er darf mich jetzt erstmal nicht sehen. Die anderen dürfen mich sehen, ich bin ja verkleidet. Hast du es im Rücken? Soll ich dir einen Rollstuhl besorgen? Ihr beiden Typen könnt euch verpissen. Soll das Tanzen sein, oder was? Nee. Soll kein Tanzen sein, ich versteck mich vor euch. Die beiden Typen sollten da verschwinden. Ich will nämlich zur Pizza. Und Lenny sollte mich, wie gesagt, nicht sehen. Aber das wäre besser. Versuchen wir es doch einfach mal mit dem Radio. Hey, hey, Finger weg von der Pizza. Die ist nur für Lenny. Sie wissen schon. A la Chicago. Ja, ja. Und jetzt ist der Falsche. Ja, du bist Lenny. Ach, Pizza ist für Lenny, aber ich will ja Luke ausschalten. Wie kann ich Luke am besten ausschalten? Hey, Arschloch, nettes Outfit. Ja, ich kann das Gas aufdrehen, aber wie kann ich dann das Gas in die Luft jagen? Das ist dann die andere Frage, das weiß ich nämlich nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich kann noch das Feuerzeugbenzin mitnehmen. Was bringt mir da? Aber was bringt mir das Feuerzeugbenzin? Vor allem, wo ist das Ding? Wo ist das Zeug jetzt? Ein einziger Funke lässt das Zimmer in Flammen aufgehen. Aufgehen. Ja, was mache ich mit dem Feuerzeugbenzin? Das ist so die andere Frage. Ja, und Lenny ist im Friseursalon. Der wartet auf uns, dass wir ihn frisieren. Kann ich hier draußen vielleicht was mit dem Feuerzeugbenzin machen? Hey, was liegt an, Mann? Ich krieg keine Tipps. Ich krieg gar nichts. Was macht ihr beiden da? Würfeln. Macht ihr das nur? Irgendwas müsste man doch sicher mit dem Benzin machen können. Also ich schaffe das Spiel nicht automatisch, nur weil ich es auf einfacher gestellt habe, aber ich habe wenigstens ein paar Tipps. Die Pizza ist für Lenny. Wenn mich keiner sieht, kann ich... Ja, die ist für Lenny. Also wird wahrscheinlich niemand anders davon fressen. Verdammt. Hey, hey, du! Moment mal! Was wollte ich noch sagen? Ach ja! Halt die Fresse. Ich will dich töten. Ich will dich irgendwie töten. Nur wie? Wie krieg ich dich tot? Verdammte Scheiße. Ich muss den doch irgendwie erwischen. Hinten habe ich noch einen Punkt, der leuchtet. Irgendwas mit dem Fernseher.
Was kann ich denn hier unten machen? Hier unten kann ich doch sicher irgendwas anstellen. Ja, da läuft ein Kabel durch. Ich kann das sabotieren, aber ob mir das was bringt, was haben wir da? Okay. Auch interessant. Das wäre so die andere Variante gewesen wahrscheinlich. Da hätte der dann wahrscheinlich anstatt scharfe Soße Benzin drüber geschüttet. Das ist jetzt natürlich zu spät, aber naja, wir wissen es immerhin. Wo bin ich hier? Ah, okay. Jetzt weiß ich, wo ich bin, aber das bringt mir einen Scheißdreck. Ich sabotiere einfach mal und guck, was passiert. Ja, was passiert denn, wenn ich hier sabotiere? Ach, der Typ geht in den Keller. Das ist wunderschön. Nein, der Polizist geht in den Keller. So eine Scheiße aber auch. Hey, du! Ja, toll. Ein Beweis. Bringt mir aber nichts. Ich will wissen, wie ich das Feuer legen kann. Da strömt Gas aus. Irgendwie muss man doch Feuer legen. Verdammte Scheiße. Du willst jetzt keine Zigarette hier anzünden? Leute, da strömt Gas aus. Wie kann ich das Gas entzünden? Ah, eine gute Frage. Auch wenn ich jetzt zwar in das Geheimnis des verdammten Feuerzeugsbenzins gekommen bin, dieser Gasherd... Es ist offensichtlich irgendwas. Ah, dieser Gasherd. Mir geht's beschissen. Ich weiß nicht, wie ich euren Gasherd in die Luft jagen kann. Vielleicht, wenn ich vorher in der letzten Mission C4 mitgenommen hätte, das wäre eine Möglichkeit, eventuell. Gibt's ja, glaube ich, nichts mehr. Außer die eine Zielperson. Ja, der andere Typ, der gestorben ist, der sollte ja die scharfe Soße holen. Hahaha. Ja, Schlaftabletten in Lennys Pizza bringen jetzt auch nicht mehr so viel, da er immer noch auf dem Barbierstuhl hockt. Ich bin scharf am Überlegen. Ich bin wirklich scharf am Überlegen. Wie bringe ich die Typen dazu, rauchen zu gehen? Hallo, Sir. Ja, das ist jetzt keine einfache Situation. Ich bin schwer am Überlegen, wie ich das schaffen könnte. Ach, Luke. Ich hab's Gefühl, wir kommen zu keiner Lösung hier, oder? Ja, ein einziger Funke lässt den Raum in Flammen aufgehen. Aber ich hab keinen Funken. Scheiß. Hier drin ist auch nichts mehr, da habe ich auch alles geholt. Ach, weißt du was, wir machen es auf die gute altmodische Art. Ey Junge, komm mal her. Ja, toll. Ach, ihr traut immer noch um euren Freund, das ist doch schon ganze 9 Minuten irgendwas her. So, jetzt haben wir hier Luke. Luke. Und tschüss. Schade, ich hätte wirklich gern den Herd in die Luft gejagt, aber es hat nicht sollen sein. Es hat einfach nicht sollen sein. Gut, jetzt kümmern wir uns um den letzten Bruder und hoffentlich erfahren wir, wo unser kleiner... Was zur Hölle gucken die da? Moment mal. Was wollte ich noch sagen? Ach ja, fick dich! Okay. Ja, du mich auch.
Ja, wir kümmern uns jetzt einfach mal um den letzten Typen. Sie sind nicht gerade gesprächig, was? Sie kennen Ihren Platz. Das mag ich an Friseuren. Ich stelle ihn einfach mal ruhig, denke ich. Sie sind nicht gerade gesprächig, was? Sie kennen Ihren Platz. Das mag ich an Friseuren. So, dann haben wir die Mission jetzt auch noch geschafft. Und ich glaube, ich muss mein Mikro wirklich ein bisschen runterpegeln. Ich weiß es nicht. Ich höre es mir mal selber an nachher. Gut, aber jetzt erstmal Rasur für Lenny und Iron Man 2 habe ich freigeschaltet. Was ist das denn? Erhöht die Langlaufgeschwindigkeit von 47 um 4%. Oh, ganze 4%, Leute. Krass. So, nächste Stufe verbessert die Laufgeschwindigkeit von 47 weiter. Oh, dann sind es sicher schon 6%. Mehr habe ich nicht freigeschaltet. Ja, die Punkte sind doch eigentlich gar nicht schlecht, theoretisch. Ja, ein bisschen Minus, weil ich entdeckt wurde. Ziviler Todesfall, ach, ist mir doch scheißegal. Ja, und dann drücke ich mal einfach mal auf Weiter. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Ja, da gibt es jetzt auch wieder viel, viel Zeug zum Einsammeln. Ich war auch mal Mechaniker, ich war auch mal Friseur, ich war auch mal ein Polizist in Hope und hatte einen Baseballschläger. Ich muss weg. Was hätte man da wohl machen müssen? Keine Ahnung. Keine. Ach, so viel Zeug und so wenig Ahnung. Naja, ich drücke jetzt einfach mal auf Weiter und guck, was passiert. Ich schätze mal ein Video. Sehr wahrscheinlich. Falls es irgendwann mal kommt. Also ich sehe nur schwarz. Und ihr? Wie sieht's aus, Doc? Ein Glücksgriff? Genau das ist sie, Sir. Sie ist außergewöhnlich. Wir haben sie getestet. Ihre Zellen wurden modifiziert durch ein Isotop an ihrer Halskette. Es scheint sie zu verjüngen. Mit dem richtigen Training wäre sie stärker und schneller als jeder Mann. Aber ohne die Kette wird sie schwächer. Sie ist mehr als perfekt. Das ist bestimmt der Grund, warum die Agency scharf auf sie ist. Jackpot! Ha, ha! Lenny wurde entführt. Was? Welcher Wichser will mich denn hier verarschen? Oder willst du mich verarschen? Gott verdammt! Ruf Jade an und sag ihr, wir wollen das Lösegeld. Und sag dem Sheriff, ich will meinen Jungen zurück. Diesem scheiß Perversling zahle ich auch noch Geld. Oh, Mrs. Cooper. Sheriffs Büro? Wie kann ich helfen? Ist für Sie. Skurky hier, was? Lila, hi. Was? Nein! Ja, Gott verdammt! Ist gut, ich komme! Bin gleich da! Part 2, End of the Road. Und das haben wir also vorhin im Fernseher gesehen. Wo ist Victoria? Der tötet mich, wenn ich verrate! Und ich töte dich, wenn du schweigst. Oh, bitte! Wir wollten sie doch wieder freilassen! Wir wollen doch nur ein bisschen Kohle, Mann! Zum letzten Mal. Wo ist Victoria? Nicht aufhören. Dad hat gesagt, lass sie mal tanzen! Und wo kann ich den finden? In der Fabrik, am Stadtrand. Frag sie mich einfach durch. Er kämpft da immer nachts, okay? Gut. Du kannst aufhören, das hilft mir weiter. Darf ich aus dem Loch raus? Geh
Gehen Sie los. Bitte! Das mit der Nonne war ein Unfall, okay? Ehrlich! Fahren Sie einfach weg! Es gibt keinen Grund! Oh Mann, ich habe Ihnen gegeben, was Sie wollten! Ich kann mich jetzt also entscheiden, ob ich ihn leben lasse oder erschieße. Tja, für was entscheide ich mich wohl? Ja, man hätte so viele Waffen zur Auswahl gehabt. Ich habe mich für Scharfschützengewehr entschieden. Und da liegt so viel Müll rum. Ja, da hätte man sich auch noch umgucken können hier, aber pfff. Es war eine Wüste, was wollen wir? Machen wir einfach mal weiter. Oh, Ladesequenzen sind heute nicht gerade schnell. Aber die Geschichte wird langsam recht interessant. Das muss ich auf jeden Fall sagen. Part 2, Dexter's Industries. Eigentlich nur Dexter Industries, aber naja, ist ja wurscht. Dead End. Dexter Industries. Das heißt, wir müssen jetzt diesen verrückten Mexikaner suchen. Aber zuerst das Sicherheitssystem deaktivieren. Okay. Wir gucken mal kurz in die Akte noch. Und zwar auf Select, nicht auf Start. Na? Dexter Industries. Beschäftigt wahrscheinlich die Hälfte von Hope. Dieser Ort wurde gekauft. Und Blake Dexter hat mit Freuden den Scheck dafür unterschrieben. Irgendwo in dieser Fabrik wird Victoria gegen ihren Willen festgehalten. Ich muss rasch handeln. Genau, er muss rasch handeln, aber das werden wir erst das nächste Mal machen. Wenn ich weiß, was überhaupt zu tun ist. Naja, ist ja eigentlich klar. Sicherheitssystem deaktivieren. Alte Mühle voraus. Laut Lenny ein selten benutzter Zugang zur Fabrik. Die gesamte Anlage wird von zwei modernen Sicherheitssystemen überwacht. Ein primäres und eines als Backup. Die Wachstation ist ein guter Startpunkt. Ja, das heißt, das nächste Mal werden wir an dieser Wachstation starten und versuchen, das Sicherheitssystem auszuschalten. Irgendwie. Allzu schwer kann das ja nicht sein. Gut, aber in dem Sinne, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski.